So, Mahlzeit mal wieder. Elika Games, bekannt aus Funk und Fernsehen. Bla 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 und so weiter. wir haben das schon mal gespielt, Fabers Game. Gab noch andere Spiele, die ich mir angeguckt habe, aber ich ganz ehrlich. Wollte ich nicht der übliche Sermon. Ich musste hier richtig basteln, um die Auflösung vernünftig hinzukriegen. Ich spiele heute mit meinem Skiller-Headset und auch dementsprechend mein Mikro habe ich mal wieder angeschlossen. Ich habe am Wochenende rumgeschraubt. Schönen Gruß an Nicole. Rechner ist fertig, also deiner. Ne? Weißt du ja. Und ja, deswegen habe ich jetzt mal wieder das Mikro hier. Und ich habe mich schon immer gewundert. Ich dachte immer, was ist jetzt? Ich dachte immer, Emika Games wäre ein japanischer Entwickler, aber das ist anscheinend ein Russe. Und ich hoffe, dass er kein Sympathisant von dem Arschloch Putin ist, was man natürlich leider nicht rausfinden kann. Noch müsste man mal googeln, ne? So, hier steht Teddy. Teddybär, sein dumm. Teddybär, dreh dich um. Geht das so? So lieb, ne? So, ich habe bei den Settings mal geguckt. Ich musste, wie gesagt, ich hab vorhin schon dreimal hier angefangen rumzuschrauben. habe hier extra Gamma, hatte ich vorhin, hoppala, jetzt ist der TDW hochgemacht. Ich habe natürlich wieder meinen Monitor auf Gaming-Modus gestellt. Aber es war vorhin wirklich. Ich hab's, wie gesagt, ich muss das hier anspielen, um die Einstellung zu machen. Also ich bin da noch nicht mal bis zum, da kommt gleich ein Bus, nicht spoilern, noch nicht mal bis zum Bus gekommen. Und das war so rappelduster, dass ich gedacht habe, das machen wir mal ein bisschen heller. So, lange Rede, schwacher Sinn, wie immer. Das habe ich jetzt auch schon dreimal gelesen, wer Bock hat, kann sich durchlesen. Wichtig ist wie immer, ich hatte auf einmal einen Unfall. Wahrscheinlich mit dem Auto. Ja, mit dem Auto. Von der stimmigen Musik. Genau, Verkehrsunfall, bla 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 und so weiter und so weiter. Hau dein Kette auf, wie ein Schild. Also. 9. Ist das ein Russlandfall? Die Notrufnummer? Ich weiß es gar nicht. So, ich gucke mal ganz kurz, wie das. Ich hoffe, ihr seht was. Ich bin so groß, dass ich die Auflösung geändert habe. Ich bin gar nicht mehr so groß, dass ich so groß bin. Ich muss gleich nochmal kleiner machen. Geht aber sehr, ich weiß nicht, oder? Ja, muss man sich halt mal so ein bisschen wieder angucken. Nein, ich habe vorhin, als ich mal erstmal gespielt habe, hat das sehr gerückelt. Das heißt also, die Grafikkarte, die Kabel, scheint anscheinend auch richtig am Ende zu sein. Also zumindest die langfristige Qualität angeht, würde ich mal sagen. Also ich muss wohl mal um eine neue Bindung. So, man kommt hier nicht zurück, da hinten war unser Unfall, da dreht er automatisch ein und jetzt können wir nicht. Das ist gehen. Und das ist Rennen. Wahnsinn, ne? So, ich kann euch versprechen, hier liegt nirgendwo was. Emika arbeitet super gerne, das habe ich damals schon gemerkt, mit Geräuschen. Aber nicht nur immer, na klar, hat er auch seine Standardgeräusche, oder die, also wie dieser Regen, der ist sogar auf Dachtraffik. Also, es ist von der Atmosphäre, die Kopfhörer kann ich nur empfehlen, sehr schön. Wir müssen Hilfe holen im Dorf. Hat er ja gesagt. Ja. So. Schönen Gruß an Schauerland. Bei dem habe ich das entdeckt. 2 Minuten geguckt und dann gesagt, lege mich selber. Und hier da, der hat sich da hingedreht.
Ach ja, hier, guck mal, auch richtig. Mexikaner, Salsa. Keine Ahnung, was das heißt. Ach, da komme ich, die Kinder sind Gummireifen. Die versperren mir den Zugang zu dem Haus. Aber das sind so diese Datschas, ne? Diese russischen. Und diese Holzdatschas, ne? Guck mal, ich muss hier hin. Da liegt das. Das ist ja eigentlich der Leder. Okay. Kann man nichts machen, ne? Und dann. Ich habe die Rockantenne in die Death Metal Abteilung. Wo das klingt. Wie war das? Aber am Kopfhörer. Es war ganz leise und ganz weit weg. Das kam von da. Boah, wenn ich jetzt mal geil. Also wirklich, bis jetzt grafisch. Gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ja, Rennen. Hier gibt's. Was ist das? Hier oder was? Den Brief. Ja, genau. Prong? Prongles. Sag da Prong? Alter, das ist doch eine geile Band. Snap your fingers, snap your legs. Ja, legs. Ja, legs. Okay, das ist dann hier so Eigenmarke, das ist ein Nutella. Nutmaster. Oder der Nutella-Meister. Gut, okay, hier. Hier scheint es spannend zu sein, überall liegen Paletten rum, damit man irgendwo hinkommt. Und da ist das große Ding, nicht schlecht, das kann ich dann auch lesen. Tada. Gibt es hier Schieß, kann ich den Kanister mitnehmen, kann ich die ganze Bude hier anzünden. Kann ich nicht. Die Protekte, die Alarmanlage mit Lichtdosen, wenn man über den Saugwerk hat, Teamwald oder wie. Nee, ach komm, ich mach mich lustig über das Spiel, aber ich jetzt, man weiß ja, damit überspielt man nur seine eigene an. Das ist lieb. Was ist denn hier? Eine Einbinde? Ja, ein Weg. Ein Weg. Ich hab's mal. Ach guck mal, hier unten kann ich mich auch. Ich bin mal wieder mit dem Tasten. Was denn? Siehst du das? Was ist das? Eine Wasserpumpe. Ja, da, Telefon. Ja, ich bin noch von da. Das not work. Hier, hier Geräusche. Das ist doch mal das nicht. Sollte ich mal raten, wo ich hingehen muss? Na komm. Dann muss ich das mal, ne? Und dann bekomme ich.
Ja. Logger die ein. Ich logger die ein. Logger die ein. Ist da jemand? Kann ich hier nicht mehr machen? Ja, guck mal. Ah, er dreht sich automatisch. Da gibt es jemand. Hey, kann die helfen? Warum baut man hier einen Lichtschalter hin, wenn er nicht angeht? Kannst du springen? Nee, springen geht es. Ja, dann gucken wir uns den Onkel doch an. Hier sitzt er. Eine Hand am Kopf will bewegen. Nee. Ach, da ist ein Eier. Ja, da ist ein Eier. Ich muss hier raus. Hallo. Hallo. Ich war doch gerade noch nicht da. Wie immer sind all diese Werte hier die Frage aller Fragen. Kann man sich mal Kinder schlagen? Kann ich in diesem Spiel sterben? Kann ich kleine nehmen? Ja. Und endlich halt die Power. Ja, der macht nicht für den lebendigen Eindruck. Ach komm, ich geh mal raus. Oh, das kann doch gar nicht mehr nehmen. Nee, natürlich kann ich das. Kommt die Arme ab. Kommt der hinter dir? Kommt die Arme rum? Unbehaupt. Okay, das ist gut. Hallo, ist hier jemand? Hallo, ist hier jemand? Ah, das ist der Nächste. Ah, das ist aber nicht schön hier, mit diesem Männchen. So, wie schwer ist es? Jetzt zeigt da hinten hin. Ach da, guck mal, hier ist ein Kind. Oh ja. Ist das ein Teil, oder? Hä? Ist das ein Bug? Nee, hä? Ist dieser da? Nee, sind sie da? Sind sie weg? Nicht so? Keine Ahnung. Was los? Was ist hier los, hör mal? Hör mal, gibt es eine lange Nase, du warst eine lange Nase. Den Teddy kennen wir. Aber nicht nur vom Anfang. Ich meine, den haben wir auch schon in einem anderen Spiel. Ich hab sie gewarnt. Oh, die Kleine. Kann ich machen. Hier kann ich das machen. Kann ich jetzt wieder telefonieren oder was? Seht ihr auch, ne? Na, das ist doch was. Ja,
Und so eine, keine Ahnung, doch eine Kuppe. Also ich meinte das als Kuppe, so Mannequins, ne? Da ist ein Mannequin. Ich kenne ihn nicht. Hört mal, ich glaube, ich fühle das. Also ich werde das, glaube ich, das, ich weiß nicht, wie lange das hier geht. Hey, ja, nein. Was hat er gesagt? Was? Hä? Ich kann doch den Tanker. Ist ja nichts, ne? Ich geh mal hin. Wo waren wir so? Warum? Was war das? Was war das? Hilft mir das nicht. Oh, was ist denn ausgegraben? Oh. Oh, der kann doch noch nicht mal hin. Gehen wir mal. Also ich gucke jetzt immer, ich glaube, die will ich ja noch mal machen. Da stehen sie doch alle. Aber sehr gut, ich bitte. Geile Atmosphäre. Hallo. Ich kann es nicht anders sagen, bis jetzt. Geile Atmosphäre. Die Mannequins. Da sind sie ja, meine Mannequins. Da ist ein Wald vor dem Kopf oder was? Da... einer ist noch da oder was? Die tun wir aber alle nicht, ne? Die sind hier und gucken. Und wollen dann den Rest von den... Da sieht man. Da saß das. In der Fantasie geht alles. Das ist alles Euro. Das ist, glaube ich, dann das, was der dass sie gewissen hat, oder vielleicht gesagt haben sollte, wollte, sollte, nicht, könnte. Das weiß ich nicht. Es ist halt... Ich habe immer das Gefühl, bei so einem Spiel, gerade bei Amiga Games, Amiga Games, verpasse ich das. Scheiße aus. Lass mich mal liegen, dann geht es weiter. Oder kann ich hier rüber? Moment, wieder. Moment, das ist das, das kann man rüber. Kann ich rüber.
Ja, okay. Oha. Bin ich jetzt im Kapitel 2? Mit dem Haus kam das Licht. Guck mal da, wir haben eine Taschenlampe. Ich krieg doch schon wieder sowas. Hier hängt doch schon wieder irgendwo einer. Kann ich hier wieder raus? Nein, ich kann nicht raus. Hier haben sie alte Brunnen. Na guck mal. Ja, sie werden sie bezahlen. Ich werde sie quälen. Heimat ist auch nicht. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch. Hilfe. Ah, doch. Mein Gott. Ach so, da. Bin zu Hause, wer noch? Sieht so aus wie bei, wie war das denn bei die Dinos, hieß das, glaube ich, ne? So, was haben wir denn hier? Mein Fahrrad. Ja. Fenster. Ich will den nicht zoomen. Da oben kriegt das. Das sieht aber nicht so aus, als wenn da einer hängt. Immerhin. Oh, Tür zu. Verstecken. Oh! Hä? Tür zu? Was ist hier? Oh! Tür zu! Hier was? Muss ich hier? Da ist doch Strom. Ist aber abgestellt, der dreht sich nämlich nicht. Ja, das ist ja schön. Und schon ist die Tür auf. Einmal erschrecken, Tür auf. Okay, ich hätte dafür sowas immer gewusst. Dann würde ich mal sagen, also, okay, das ist wieder dann so ein Spiel, die ich ja auch nicht wirklich mag, wo man so erst Sachen machen muss, bevor dann überhaupt was weiter passiert. Ne? Zum Beispiel, so wie jetzt hier. Einmal erschrecken, bitte, danke, dann geht die Tür auf. Ja, geiler. So einen habe ich auch noch gehabt, mal so einen kleinen Runden. Habe ich aber nicht mehr. Ratet mal, wer den hat. Oh, guck mal, Flugzeug. Und so eine Puppe. Die das Flugzeug spielen. Oh, wir sitzen da. Leck mich am Arsch, ey. Das kann man nicht machen, da sitzt der Teddy schon wieder. Boah. Gehen wir mal ins Telefon. Ja, hallo? Ich muss hier raus. Aber bevor ich hier raus muss, gucke ich mich um. Da die Zettel. Und? Ist das weg? Oh, ein überbelichtetes Foto. Zwei Mädels, würde ich sagen. Ne? I can only sind eine Puppe. Luca always listens to me. Luca is my friend. Sind also anscheinend zwei. Einmal Luca mit C und einmal Luca mit K. Mysteriös, mysteriös. Oder auch nicht. Da sitzt noch eine Puppe. Unterm Tisch. Und da. Wunderbar. Was haben wir da denn? Luca essen? Wohl nicht so. Entschuldigung.
schon etwas älter. War ja gut. Entschuldigung, aber sowas habe ich Spaß. Also, ja. So, was muss ich mich jetzt, wo muss ich mich als nächstes gucken? Damit die nächste Tür aufgeht. Daddy mitnehmen. Kann ich dir mal so richtig in die Fresse kloppen? Kann ich auch nicht. Was gehört? Was hat er denn nochmal gesagt? Ich soll hier abhauen, ne? Und dann komme ich hier den rein. Also muss ich dann wohl mal. Was ist das? Achso, das hätten wir dann. Hier raus? Gehen wir mal raus, was? Da sind überall. Ich muss einen anderen Weg finden, um hier rauszukommen. Was? Was jetzt? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Also die, die er hat, die sind gut. Entweder, boah, Hölle, 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 Hölle. Entweder bin ich heute so schreckhaft. Hier noch wieder was. Sitzt hier auf, hoffentlich. Nein. Ja, ich höre doch hier schon wieder was. Hier sitzt da immer noch. Da sitzt auch noch einer drin. Wie lange spiele ich jetzt schon? Ich glaube, wir machen zwei Teile, das schaffen meine Nerven nicht mehr. Was? Huh? Was ist das denn? Was jetzt? Da, der typische Klopfer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Quietschen auch die ganze Zeit hört, aber es geht nicht. Naja, das war jetzt mal nichts. Warum geht's? Ich hoffe, das ist hier drin und ich kann es ausmachen. Nein, kann ich nicht. Nee, das war ja auch oben, ich voll Idiot. Ja. Da, oh. Mutti, zwei Kinder. Entschuldigung, mein Auge. Ach, guck mal, noch mal. Vor zwei Wochen meine Bullen. Ja, guck mal. Hier wird es hier passiert. Ja, wird wohl, ne? Wie das hier aussieht. Wäre ich auch nicht gelaufen. Ach, guck mal, ich brauche gar nicht auf Rennen. Ich drücke die ganze Zeit auf. Schiss. War doch ein Radio nebenan. Ist der auch schon da gewesen gerade? Noch nicht da, oder? Das ist doof, oder? Oh, Geräusche! Männekes!
Ich drehe durch, ich drehe durch. Das ist nicht schlecht. Wo muss ich denn jetzt hin? Was kann ich denn jetzt tun? Hier war ich doch schon. Hat einer auf den Arsch gekloppt oder was ist das? Das hörte sich gerade an wie so links und rechts eine Backe, ne? Also ja, wir müssen auf den Dachboden. Oder was war das jetzt da oben? Ja, ist ja Licht, ne? Aber wir haben nichts, um auf den Dachboden zu kommen. Also dann würde ich mal sagen, suchen wir mal was, ne? Das war da, wo es fiel, keine Ahnung. Was kann man denn wohl mal nehmen, um auf einen Dachboden zu kommen? Ein Jessel? Nein, ein Hocker? Nein, noch einen Hocker? Immer noch nicht. Kein Hocker beim ersten, kein Hocker beim zweiten, kein Hocker zum dritten. Nur komische Leute. Den Zettel hatten wir schon. Staubsauger kann ich nicht. Stuhl ist auch gut. Nein, Stuhl geht auch nicht. Also das nimmt mal langsam überhand mit diesen komischen Manikas hier, ne? Aha, die war aber gerade noch nicht da. Natürlich nicht. Der ist auch wieder weg. Aha. Nächste Klaps hier. Ach so. Ah. Na klar, muss man jetzt mal den Riegel wegmachen. Guck mal, da ist der Piepe. Das ist so eine Stehaufpuppe, ne? Oh, ein Spielzeugauto. Ja, hier ist ja noch mehr Spielzeug. Ist das hier so das Kinderzimmer, oder? Da, so eine Matroschka-Puppe. Da hinten kann ich nicht mehr kennen, leider. Ja, das ist ja nicht dieser russische Spiel. Pikaboo! Wir spielen mal Verstecken. Verstecken in den Hecken. Da kann man sich schön necken. Da ist der Spiel. Hallo? Ist hier jemand? ein Pentagon. Pentagon, ja. Hier, wo kann ich? Luca, ein Kaff. Geräusche ohne Ende. Unheimlich. Ach, guck mal. Das ist das Auto.
gleich totaler Abriss, ich drehe durch. Erstens, Türen zu. Zweitens, ich mache meine Augen zu. Drei, finde einen Platz für dich selbst. Nicht atmen, oder wird schwierig. Fühl dein Herz schlagen. Ja! Die Leiter ist umgekippt. Ich muss springen. Ich springe jetzt nicht. Ich mache jetzt hier erstmal Pause. Ich werde gleich noch weiterspielen, aber jetzt muss ich erstmal wirklich so eine halbe Stunde abschalten. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf Teil 2. Wie immer, vielen Dank fürs Gucken und tschüss.